In Kalkwerk kann der Anwender jede Komponente ändern, indem er eine andere Variante auswählt. Zum Beispiel jetzt hier kann ich jetzt einen IE3 Motor auswählen. Ich kann hier bei der Montage eine Robotermontage nehmen und so weiter. Manchmal haben diese Änderungen nicht nur Auswirkungen auf die Preise oder Gewichte der ausgewählten Komponenten, sondern auch manchmal haben diese Änderungen auch Auswirkungen auf andere Komponenten. Ich gebe mal hier ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich will jetzt einen Sondermotor. Also dann gehe ich auf Maßanfertigung und dieser Sondermotor, ich gebe da einen Preis, zum Beispiel 2000, gebe da auch ein Gewicht hier ein, zum Beispiel, was weiß ich, für, sagen wir mal 75 Kilo. Aber jetzt ist hier, ich kann auch die Motorbaugröße eingeben. Ja? Und wenn ich hier jetzt, achten wir mal auf das Gehäuse. Das Gehäuse ist jetzt ein Gehäuse entsprechend der Baugröße 132 von dem jetzigen Motor. Wenn ich jetzt einen größeren Motor einbaue, habe ich jetzt ein ganz anderes Gehäuse und natürlich ein ganz anderer Preis und so weiter. Ja? Das heißt, die Motorauswahl hat nicht nur Auswirkungen auf den Motor selbst, sondern jetzt in dem Fall auch auf das Gehäuse. Noch ein Beispiel. Nehmen wir hier die Motoraufnahme. Nehmen wir an, ich will auch eine Sonderaufnahme nehmen. Dann gehe ich auf Maßanfertigung. Jetzt hier bei der Motoraufnahme kann ich auswählen. B3, B30 oder B5. Und wenn ich jetzt B30 nehme, dann ist jetzt das Gehäuse auch ein anderes Gehäuse, das jetzt entsprechend der Motorbaugröße und der ausgewählten Motorbauform. Okay? Das heißt, oft haben Änderungen an einer Komponente Auswirkungen auf andere Komponenten. Ja, und das ist hier wieder von den Produktregeln festgelegt.